Dresden zu unserer heutigen Pressekonferenz in Bad Willungen, der Kurstadt, Hauptstadt sozusagen von Hessen, kann man an der Stelle auch sagen. Die Akteure, die ja voller Stolz immer die Zahlen präsentieren dürfen. Ich begrüße daher ganz herzlich zunächst den Ralf Gutheil als gastgebender Bürgermeister, der für gutes Wetter gesorgt hat, nicht zu heiß, nur kein Regen, perfekt. Frau Kühlewind, die Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH. Sie müssten eigentlich Wirbelwind heißen, so aktiv wie sie sind. Aber ich denke, eine Namensänderung kann man noch hinzufügen. Ich grüße ganz herzlich die Frau Wey aus der Dokumentarstadt Kassel, die ein wunderbares Kunstwerk rechts neben uns dann uns zur Verfügung gestellt hat, erschaffen hat. Und gleich deren 30 und die Almut Boller, die Geschäftsführerin des Hessischen Heilwiederverbandes, die ja in guter Kooperation mit Bad Willungen heute gemeinsam das Ganze organisiert hat. Und wir freuen uns. Wir freuen uns, dass wir drei Medienvertreter haben. Welsberg, ja dann Ida Dampfradio und Sie von der WLZ. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Das ehrt uns sehr. Ich habe schon lange vorher Einblick haben dürfen, wie die Figur aussieht. Und der Prozess, der hat richtig Spaß gemacht. Überwiegend hat ihn die Geschäftsführerin begleitet, aber ich wurde regelmäßig informiert und Sie waren dann die Dame, dann, die dann den kreativen Prozess hatte. Das ist eigentlich immer der schönste Prozess, den man dann hat. Und mit dem Ergebnis, wir haben es jetzt vor uns, mit dem tollen goldenen Farben, dem schicken Kleid, sind wir sehr, sehr zufrieden, Frau Wey, darf ich an der Stelle nochmal sagen. Die Bella, die strahlt wirklich Lebensfreude pur aus, wenn man sie so anguckt. Dann hat man richtig Lust auch auf Kur, auf ja, Reha dann auch und auf den Aufenthalt in einem wunderbaren Kurort, in einer Kurstadt wie Bad Willungen. Sie wirkt sympathisch und sie wirkt offen in ihrer Art. Und genau das, finde ich, macht sie zu unserer perfekten Botschafterin. Und sie ist auch ein Zeichen der Verbundenheit für unsere hessischen Heilbäder, denn wir werden sie bis Ende Juli in alle hessischen Kurstädte und Kurorte bringen. Und sie wird dort jeweils einen wunderbaren Standort dann bekommen. Ja, was wir damit erreichen wollen, ist ein Wiedererkennungswert. Das heißt, in jeder hessischen Kurstadt, Kurort wird sie stehen, wird freundlich dann begegnen, auch den Kurgästen. Und das, denke ich, schafft Wiedererkennungswert. Und zwar auch deshalb, weil sie auffällig ist. Auffällig in den Farben, aber auch in der Form. Und wir haben lange eben überlegt, Sie haben ja ein bestimmtes Stilelement und deshalb passte das auch ganz gut dazu. Ist es noch en vogue in der heutigen Zeit, wo ja das Bild ist, dass man super schlank sein muss, so wie ich es gerade nicht bin, eben Models sozusagen oder Skulpturen abzubilden, die auch mit Rundungen aufwarten. Aber ich finde gerade, das ist interessant und schafft eben nochmal Aufmerksamkeit und schafft ja, Identifikation. Denn die meisten deutschen Bürgerinnen und Bürger entsprechen eben nicht den 90-60-90 Ideal. Und wenn man so eine sympathische Figur hat, dann schafft man eben tatsächlich auch eine hohe Identifikation. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen möchten. Ja, sie soll auch positiv ausstrahlen und das Lächeln auf den Lippen, dieses kecke Lächeln, das denke ich, ist auch zielführend. Das haben Sie sehr gut auch herausgearbeitet. Das schafft für uns auch ein Stück weit positive Energie. Und das brauchen wir auch, denn aktuell sind wir als Kurstädte und Kurorte ziemlich schwer am Kämpfen. Uns fehlen erhebliche Einnahmen, Millionen, wir haben es mal durchgerechnet, 5 Millionen im Bereich der Kurtaxe in Hessen, 10 Millionen im Bereich der geschlossenen Bäder und nochmal 20 Millionen wahrscheinlich im Bereich der nicht vermieteten Einheiten und nochmal viele Millionen im Bereich der Hotels, Pensionen, die auch nochmal eine Wertschöpfung generieren. Und von daher brauchen wir eine positive Botschafterin, die genau das eben ausstrahlt. Und das finde ich, das haben Sie wunderbar hinbekommen und das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten Sie ja vor der Corona-Pandemie beauftragt und jetzt ist sie genau zu diesem Zeitpunkt, wo wir in der Krise sind und Zuversicht brauchen, da. Ja, sie ruft auch unseren Kurgästen zu, kommt wieder in die Kurorte und dann kann man die pure Lebensfreude, die sie ausstrahlt, auch hier erleben. Wir sind nicht nur für Gesundheit prädestiniert, sondern auch für Lebensfreude. Die ist auch in unseren Kurorten zu Hause und ich finde, das strahlt sie besonders aus und von daher ist sie auch eine Botschafterin in mehrfacher Hinsicht. Vielen Dank für den tollen Entwurf, für die super gute Ausgestaltung. Wir freuen uns, dass wir jetzt eine Bereicherung, die Bella, in unseren Kurorten, in unseren Kurstädten haben dürfen. Herzlichen Dank vor allem an Sie und ans Ministerium, das heute entschuldigt fehlt, was auch ordentlich gefördert hat. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich würde ganz gerne an den Gastgeber nochmal weitergeben. Vielen Dank.
für die Überleitung. Auch ich heiße Sie natürlich herzlich willkommen hier in unserer schönen Badestadt Bad Wildungen. Freue mich natürlich, die eben genannten auch zu begrüßen dürfen. Aber ich möchte auch nicht versäumen, unseren Vorsitzenden des Hessischen Heilbäderverbandes zu begrüßen, Michael Köhler. Dein Name wurde noch nicht genannt. Und gleichzeitig natürlich auch Bürgermeister unseres Nachbarkurortes Bad Zwesten, der auch eine Bella erhalten wird. Von da, du hast es eben in deinen Worten schon ganz richtig gesagt, für uns ist es ein Symbol einer Einheitlichkeit, dass wir als Qualitätsstandorte in Hessen gleichheitlich wahrgenommen werden und dass in unseren Kurorten überall Qualität geboten wird. Wir als drittgrößter Standort, Gesundheitsstandort in Deutschland, sind weit über die hessischen Grenzen hinaus bekannt als Reha- und Präventionsstandort. Das gilt aber für die anderen Kurstädte in Hessen natürlich auch. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass wir über den Hessischen Heilbäderverband eine Kampagne initiieren konnten, die nochmal diese Gesamtheit der Qualität nach vorne bringt. Und Gott sei Dank haben wir mit Ihnen eine Künstlerin gefunden, einmal aus der Region, die sich dem Gedanken natürlich auch angenommen hat und den Gedanken passenderweise in der Figur aufgestellt hat. Ist mit Sicherheit nicht einfach. Sie werden bestimmt noch ein paar Worte dazu finden, wie es zu der Figur an sich gekommen ist, zum Entwurf. Der Herr Köhler, Michael Köhler hat es ja schon gesagt, sie entspricht nicht dem Idealstandard. Also wenn jemand sich präventiv oder im Anschluss einer schweren Erkrankung zur Erholung in einen Kurort begibt, entsprechen die Leute meistens nicht dem Standardideal oder Standardbild, deswegen ganz treffend. Unsere Bella, ich nenne sie einfach mal schon nur unsere Bella, auch wenn sie überall Bella heißt, wird eine spannende Reise hier in Bad Wildungen machen. Als ersten Standort, auch wenn wir jetzt hier im Bad Wildunger Kurpark, übrigens Europas größter Kurpark, stehen, wird nicht hier starten, sondern sie soll ja zur Kommunikation einladen, sie soll die Kur versinnbildlichen und sie soll anregen zum Nachdenken. Wir hatten uns gedacht, dass als Ausgangspunkt ihrer Reise durch Bad Wildungen unser Kurschattenbrunnen in Frage kommt, weil das symbolisiert ja auch ganz künstlerisch, was Kur für unsere Stadt bedeutet, was Kur für Menschen bedeutet. Und von da wird die Bella über die Brunnenallee in die Altstadt reisen und anschließend, weil unser größter Kurpark Europas sich bis nach Reinhardshausen zieht, wird sie dann auch in Reinhardshausen noch aufgestellt werden. Und wir hoffen, dass er die Reise gut überstehen wird und viele Interessenten findet und auch dann auch vielen Fotomotiven zu finden sein wird, was natürlich dann Erkennungswert hat in ganz Hessen. Wie gesagt, 30 weitere Bellas werden aufgestellt bis Ende Juli. Von da, wir bedanken uns ganz recht herzlich. Einmal beim Ministerium, beim Hessischen Heilbäderverband und natürlich bei Ihnen als Künstlerin, dass Sie uns so eine wunderbare Figur erschaffen haben. Und mit den Worten würde ich auch gerne an Sie jetzt übergeben. Vielen Dank. Also ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich. Ich freue mich natürlich, dass es Ihnen so gut gefällt. Ich werde immer gefragt, so nach der Intention, wie ich da drauf gekommen bin. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil ich bin Juristin im Hauptberuf und da hat man es oft mit nicht so schönen Sachen zu tun. Und der Ausgleich war dann diese gestalterische Tätigkeit, die jetzt mittlerweile eigentlich ein Hauptteil meiner Zeit ist. Und da ist die Intention, Freude zu bereiten. Und das, denke ich, ist bei den Strukturen, wenn Sie sie anschauen, es spiegelt sich immer so ein bisschen zurück. Wenn Sie was Nettes angucken, dann fühlen Sie sich selber gleich wieder besser. Und die Form, dass sie üppig sind, kommt daher, ich habe nach dem Abitur eine Schneiderlehre gemacht und habe in der Schneiderlehre gelernt, dass die Frauen immer so den Fable haben, die besonders dünn, ja, dass sie so Zero Size oder irgendwas meldet. Dass aber externe, sprich Männer oder auch Frauen, da eigentlich gar nicht so draufstehen. Also das Form, das Runde, Weiche, Weibliche, das ist doch was sehr, sehr ansprechend ist. Und man entwickelt da auch wieder positive Gefühle. Also das Selbstbewusstsein da ist so, wie man aussieht, dass man gerne in seinem Körper ist, dass man sich gesund fühlt. Und das sind die Intentionen, die ich möchte, wenn ich das Gefühl herstelle. Und das passt da halt so schön zu der Figur. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als Frau Wolle auf mich zugekommen ist. Die Heilbäder Vororte gerade jetzt sind eigentlich von besonderer Bedeutung, wenn wir ausgehen können dürfen.
dann können wir zurückgreifen auf Urtage, wir können zurückgreifen auf natürliche Heilmittel, wir können das alles genießen. Das ist viel mehr, als manch andere Städte haben, anbieten können oder auch sogar manch andere Länder, wenn wir da an Spanien oder Italien denken, die dann doch mehr oder weniger Hausarrest hatten. Wir haben das Glück, in Heilbädern Vororten zu leben, aber es geht natürlich auch darum, diese Inhalte, diese Besonderheiten, die wir haben, zu vermitteln. Und deshalb haben wir uns mal wieder befasst mit unserer Vergangenheit und haben mal geschaut, wie ist das eigentlich alles entstanden. Da kamen wir sehr schnell auf das Thema Kur und auf die Marke, die Kur, die eigentlich bis dato nicht geschrieben war, sondern die wir wiederum erst neu begründet haben. Wir haben das gemacht auf der deutschen Ebene, haben es heruntergebrochen für uns auf der hessischen Ebene, sind der einzige Landesverband, der es im Moment umsetzt, dieses Konzept. Sind aber sehr optimistisch. Wir sind ausgezeichnet worden im vergangenen Jahr mit dem Ehrenpreis des Hessischen Tourismuspreises. Das hat uns auch schon ein bisschen stolz gemacht, weil das auch gezeigt hat, dass nicht nur die Marke ausgezeichnet worden ist, sondern auch die Gemeinschaft, die dahinter steht. Zur Gemeinschaft gehört gerade Bildung und da gehört auch ein sehr aktiver Ausschussmarke Identität dazu, wo die Ute Bühlerin mit dabei ist und da entstehen ganz tolle Ideen und Konzepte. So ist zum Beispiel auch eine Kurliege entstanden, eine Liege, die wir in allen 30 Heilbädern Kurorten haben. Und es ist auch entstanden unsere wunderschöne Vella. In dem Sinne ist es eigentlich perfekt. Wir haben noch viel mehr Ideen, wir haben noch viel, viel mehr vor. Wir sind schon gespannt, was uns die Zukunft bringt. Hoffentlich sehr viele Gäste und Besucher, die uns nach diesen relativ schwierigen Zeiten entdecken.